Gott, unsichtbar verborgen, der, der du bist. Wir treten vor dich so, wie wir sind, mit allem, was uns beschäftigt, mit allen Gedanken. Wir treten vor dich, den wir seit Kindesbeinen an kennen, mit all den Namen, wie wir dich nennen, rufen wir dich an. Du, der du überall bist, hier in der Natur, bei Mensch und Tier. Wir suchen deine Nähe, Gott, jetzt hier in dieser Stunde. Wir kommen vor dich, bringen uns selbst vor dich im Gebet. Lass uns deine Gegenwart spüren, jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen. Diese Worte aus dem Brief des Jakobus im 5. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Gemeinde, lassen Sie mich mit einem Witz beginnen. Drei Fallschirmspringer sitzen mit ihrem Trainer in einem Sportflugzeug und bereiten sich auf ihren ersten großen Absprung vor. Um die Anspannung zu nehmen, geht der Trainer mit seinen Schützlingen noch einmal alle Details durch. Wenn ihr aus dem Flugzeug springt, 1, 2, 3 zählen, dann ziehen und dann geht der Fallschirm auf. Was mache ich denn, wenn der Fallschirm nicht öffnet, fragt einer der Springer. Das ist kein Problem, dann ziehst du einfach an der Leine des Ersatzschirms. Und wenn sich der auch nicht öffnet, dann hilft nur noch beten und Jesus rufen. Plötzlich hört der Trainer ein Klopfen neben sich an der Seitenscheibe. Als er aufsieht, sitzt einer seiner Springer auf der Tragfläche des Flugzeugs und ruft: Trainer, wie war nochmal dein Name? Ja, wie war nochmal dein Name? Jesus kennt Mann, Frau heutzutage, die meisten zumindest. Mit ihm was anzufangen, außer die Scheuklappen gleich runter oder die böse, böse Kirche, das bleibt die Frage von bei vielen Menschen. Nun ja, wenn der Fallschirm nicht aufgeht, heißt es Jesus rufen. Also wenn nichts mehr hilft, dann hilft beten. Ist das eine Floskel, liebe Gemeinde? Und überhaupt beten, das ist ungewohnt, das ist komisch für die meisten. Wir im Gottesdienst tun es, beziehungsweise einer tut es vor und die anderen machen mit, klassischerweise. Der eine oder die andere spricht auch noch ein stilles Gebet. Mit den Worten einer Umfrage gesprochen, viele Menschen beten, wenn überhaupt, nur noch in Notsituationen. Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Ein schwerer Schicksalsschlag, eine schwere Krisensituation. Und dann erinnere ich mich plötzlich an das, was mir vielleicht in meiner Kindheit Halt und Sicherheit gegeben hat. Aber sobald diese Lebenskrise überwunden ist, gerät das plötzlich in Vergessenheit. So ist das oft. Passiert mir auch. Denn Beten, das ist in unserer heutigen Zeit so eine Sache.
Das passt für viele Menschen nicht zu dem Bild eines selbstbewussten, dynamischen Menschen, der in der Lage ist, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und alles unter Kontrolle hält. Beten und Jesus, das hat nichts mehr mit dem Alltag zu tun, dem alltäglichen Leben. Ein weiteres Problem ist, und ich sage es mal ganz provokant, wenn gebetet wird, dann weiß man kaum, wie man eigentlich beten soll. Zumindest hat die Person Jesu mit den Gebeten vieler Menschen so gar nichts mehr oder nur wenig zu tun. Ja, beten als ein Anrufen Gottes, das Stoßgebet. O Gott, oft auch in Situationen im Alltag, wenn der Kuchen im Ofen verbrannt ist oder die Katze vom Baum nicht mehr runterkommt. O Gott. Gott ist doch irgendwie im Spiel. Als letzte Instanz, die da helfen kann in einer unmöglichen Situation. Gott holt die Katze aber nicht vom Baum und er bergt auch keinen neuen Kuchen. Das müssen wir schon selbst machen. Also zumindest darüber nachdenken, wen haben wir da jetzt ins Spiel gebracht. Aber beten als ein konkretes Wenden an Gott, zu ihm zu sprechen, wie ich es vielleicht mit Ihnen tue, da weiß ich häufig nicht so ganz, was ich sagen soll. Wie geht es Ihnen damit? Sind Sie dann auch so was wie sprachlos? Und ich gebe zu jemandem zu sprechen, den ich nicht sehe, das ist ungewohnt, egal wie, in welcher Art und Weise. Das durchbricht wirklich den Alltag. Und dafür, denke ich, braucht es auch Zeit. Eine kleine Zeitreise. 100 nach Christus. Ein Mann namens Jakobus stellt fest, dass die Leute aus seiner Gemeinde viel von ihrem Glauben sprechen. Welche guten Menschen sie doch geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus. Und was sie schon alles Schönes getan haben, Gutes getan haben. Das reicht aber nicht. Jakobus bringt zur Sprache, was anscheinend niemandem seiner Glaubensgeschwister auffällt. Seid eine Gemeinschaft. Betet miteinander, betet füreinander. Hört euch zu, redet, wenn ihr ein Problem habt miteinander. Seid euch nicht zu fein, eure Versäumnisse euch einzugestehen. Seine Lösung ist das Gebet. Denn das Miteinanderbeten, das macht was. Wen fordert er auf? Nun, er fordert die Leidenden auf, zu beten, aber auch denen, die es gut geht, die guten Mutes sind, sagt er. Er spricht die Kranken, aber auch die, die durch die Last ihrer Schuld gebeugt sind, an, die nicht mehr aufrecht stehen können, die sich selbst nicht mehr leiden können und die nicht wissen, wo sie Vergebung finden können. Jakobus sagt ihnen zu, dass der Herr sie wieder aufrichten wird. Er stellt nicht die floskelhafte Frage, na, wie geht's? Die Frage, die Sie und ich zu gut kennen. Wenn es mir oder Ihnen wirklich nicht gut geht und wir sollen diese Frage beantworten, fällt eine ernsthafte, ehrliche Antwort oft schwer. Nun, die Frage, die hier bei Jakobus gestellt wird, heißt, was hast du? Und damit eröffnet er uns die Möglichkeit, alles loszuwerden, was uns an Freude oder an Traurigkeit bewegt. Wann sollen wir denn beten? In Zeiten des Leidens. Wir sollen mit unserem Leid nicht alleine bleiben, sondern dieses Leid mit anderen Menschen teilen. Und so wie wir das teilen, in diesem Maße lassen auch andere Menschen uns an ihrem Leid teilhaben. Und dann ist es auch möglich, sich gegenseitig zu stärken, sich gegenseitig zu tragen, füreinander da zu sein. In dieser Situation. Und das ist eben nicht nur eine Lebensberatung, sondern ein Füreinander einstehen vor Gott. Ein Gebet, in dem Gebet, bei dem der Herr die Mitte ist, der unser Leben in seiner Hand hält und der mit uns in Beziehung treten möchte. Aber auch wenn wir fröhlich sind, sollen wir beten. Sing Psalmen, fordert Jakobus. Dankbar sein. Vergiss nicht zu danken. Dieses Lied hören wir heute noch. Wie oder besser, für wen sollen wir beten? Jakobus sagt grundsätzlich, betet füreinander, aber erhebt besonders das Gebet für die Kranken hervor.
Fürbitte für Kranke. Es gibt im Markus-Evangelium eine ganz eindrucksvolle Geschichte über die Fürbitte. Bei Markus 2. Jesus ist mit einer großen Menschenmenge in einem Haus versammelt. Und er predigt zu den Leuten, die da sind, die sich aus allen möglichen Orten aufgemacht haben, um dorthin zu gehen. Draußen ein paar Männer mit einem Gelähmten auf einer Bahre. Sie kommen nicht durch die Tür. Also sie steigen aufs Dach, decken die Ziegeln ab und lassen den Gelähmten zu den Füßen Jesu herunter. Nun, es wird nichts darüber gesagt, was der Hausbesitzer dazu gesagt hat, aber Jesus war begeistert. Jesus war begeistert über diesen Glauben dieser Männer. Nicht über das Loch, das hat er beiseite gelassen. Er hat den Glauben gesehen, dieser Männer. Und nach einem kurzen Streit mit den anwesenden Pharisäern heilt er den Gelähmten. Schauen wir auf diese Männer. Was können wir von ihnen lernen? Das Erste ist sicher, nicht so schnell aufgeben. Und das Zweite, das angestrebte Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und das kann schon manchmal sehr mühsam sein. Die Freunde des Gelebten haben diese Mühe auf sich genommen und sie haben sich nicht gescheut. Und letztendlich sind sie dafür belohnt worden. Die Freunde des Gelähmten, sie haben diesen Menschen vor die Füße Jesu gebracht. Was ganz, ganz tiefgreifendes, was auch im Gebet passiert. Wenn wir für andere Menschen beten, dann bringen wir sie vor Gott. All die Dinge, wo wir nicht weiter wissen, wo wir ratlos dastehen, mehr Fragen haben als Antworten, da können wir die Menschen vor das Kreuz Jesu legen, vor seine Füße. Diese Zusage haben wir seit Ostern. Denn dieses Gebet kreist nicht um sich selbst, um ich. Was habe ich, was versäume ich, sondern nein, es geht um den anderen. Es geht, den anderen vor die Füße Gottes zu legen. Und das heißt auch, dass wir die Möglichkeiten ernst nehmen, die Gott uns geben möchte. Etwas von ihm zu erwarten, das heißt auch ihm etwas zutrauen und darum auch zuzumuten. Gott kommt damit klar. Und das ist das Gebet des Glaubens, ein Gebet, das ernstlich ist, wie Jakobus es ja sagt. Und dieses vor die Füße Gottes legen ist etwas ganz Tiefes, etwas Schönes, ja auch Kraftvolles. Ein Menschen, der mir wichtig ist, ihn vor Gott zu bringen, auch und gerade dann, wenn er oder sie es selbst nicht kann, das ist oft das Entscheidende. Sie kennen das. Sie rufen bei einer Hotline an und es geht niemand ran, außer please hold the line. Bitte bleiben Sie am Apparat. So sagt heutzutage die freundliche Stimme in der Telefonleitung. Oft kostet das auch Geld. Gerne lege ich auf, wenn ich das höre. Es kostet ja was. Unnötige Zeit auch noch. Aber beim Glauben heißt es, dran zu bleiben. So wie diese Männer. Einen Kampfgeist zu entwickeln. Das Ziel zu forcieren. Weiterzumachen. Dranbleiben, weitermachen, trotz allem, was dagegen spricht. Ein bisschen Kampfgeist schadet da nie. Ja, dieses Beten, das ist ein Weg. Ein Weg mit unserem Ja, unser Ja zum Glauben, unser Ja zum Denken und zum Handeln. Und das nicht nur für uns, sondern miteinander und untereinander. Gerade auch in unseren Gemeinden vor Ort. Wie auch, und ich glaube, das kann die Kirche, auf die sonst fast nur geschimpft wird, gut gebrauchen. Menschen, die das leben, was sie glauben. Amen.
Geh und in der Gewissheit, dass Gott dich trägt, dass er dich begleitet und auf all deinen Wegen bei dir ist. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und allen, die du im Herzen trägst, seinen Frieden. Amen.